Und damit herzlich willkommen hier zu Olympique Marseille Karriere. Heute mal ohne der Facecam unterwegs. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und heute werden wir den Dezember abschließen mit den Partien gegen Nantes, Brest, Lokomotiv Moskau, Straßburg und Rem. Auf jeden Fall, gestern habt ihr ja es gesehen, die Grigio Club Karriere mit Juventus Turin ist erstmal abgestellt worden, denn der Patch, der hat nicht so genau funktioniert und deshalb, der Patch hat schon funktioniert, aber die Wappen sind nicht geblieben, wie bei zum Beispiel in der 5. Folge der Juventus Turin Karriere. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich die restliche Saison mit dem Grigio Club Modus abschließen und dann starten wir eh eine neue Karriere, deshalb habe ich mir gedacht, das macht schon nichts und genau, aber die Olympique Marseille Karriere werde ich natürlich fertig machen, auch wenn es dort so lala läuft. Platz 4, ich habe mir echt mehr erhofft in dieser Karriere, deshalb gehen wir jetzt erstmal rein gegen Nantes mit Harit, Dieng. Und Dieng und Wei, Entschuldigung, gegen Nantes. Das erste Spiel, was wir verlieren mit 2:1. Und das meine ich, es läuft so lala in dieser Karriere. Nicht optimaler Start in diese heutige Folge. Und Siefmann dann da meldet sich, denn wenn er nicht so häufig mehr eingesetzt wird, dann überlegt er sich, ob er seine Zukunft wirklich bei Marseille sieht. Auf jeden Fall, Spiel ist auskuriert, Luis Henrique ist wieder fit geworden. Jetzt das nächste Spiel gegen Brest natürlich. Es ist ein enorm wichtiges Spiel. Davor werde ich allerdings erstmal mein Team wieder trainieren. Und Ersatz für Kamera-Kapitän. Und dann meldet sich der Assistenzcoach Mondan. Da wäre der perfekte Ersatz als Kapitän für den gesperrten Boubacar Kamara. Dann da werde ich dann auch die Kapitänsbinde geben. Anstelle von Kamara wird Dang Wei beginnen. Und mal sehen, wie wir das Spiel bestreiten werden hier gegen die Jungs aus Rem. Genau, die Aufstellung passt soweit. Bertelli ist dann noch ausgeliehen. Und Übereinkunft zu Ben Sahir, Laie. 2 Jahre möchte Anderlecht ihn ausgeliehen haben und Jenkins Ünder möchte natürlich spielen gegen Brest. Mal sehen. Ich gehe natürlich in das Teammanagement und Ünder darf natürlich spielen. Wie gesagt, Schnellsimulation gegen Brest. Und am Ende wird es auch wieder leider eine 1:2 Niederlage. Damit die zweite Niederlage in Folge. Und so darf es natürlich nicht weitergehen. Jetzt die Europa League. Abschlusspartie gegen Lokomotiv Moskau. Und dort ist natürlich auch alles möglich. Deswegen habe ich mir entschieden, dieses Spiel zu spielen. Wir sind auf Platz 5 nach 17 Spielen. Natürlich ist es nicht perfekt, diese Ausbeute. Und wir gehen auf jeden Fall nicht in den Trainingstag, die habe ich simuliert, aber gehen dann in das Spiel gegen Lokomotiv Moskau, das wir auf jeden Fall gewinnen möchten. Ne? Und dann war auch schon Schluss, wir schlagen Lokomotiv Moskau mit 2:0. Ich werde euch die Highlights natürlich einblenden, wie gesagt, war ein wichtiger Sieg. Somit sind wir dann doch in die Europa League Vorrunde gekommen hier. Ganz wichtig. Wir schauen uns natürlich die Highlights an. Und Entschuldigung, wenn die letzten Folgen etwas kürzer werden und die NFL etwas länger. Dafür möchte ich mich natürlich entschuldigen. Wie gesagt, das tut mir leid. Aber ich überlege mir sogar, da ich die Facecam nicht die nächsten Tage nehmen werde, mal wieder eine Abwechslung, überlege ich mir, ob ich nicht die Karriere auf der PlayStation 5
machen soll. Genau. Hier die 1-0 Führung auf jeden Fall. Wichtig, dann nochmal ein Schuss von C. Luis. Die Parade von Steve Mann dann da. Schaut euch diese Parade an. Ich habe den Ball schon im Tor gesehen und dann fischt er den so raus. Das ist einfach ein Weltklasse-Torwart. Und ich habe es ja euch gesagt, schon damals. Wir schauen uns, bevor ich das sage, allerdings erstmal die Highlights an hier. Wieder richtig starke Parade von Steve Mann dann da. Da habe ich schon den Ausgleich gesehen. Und dann schießen wir dann noch das 2-0 durch Arkadio Schmelik. Hier, sehr wichtiges Tor. Wie gesagt, keine Chance dort für den Keeper. Das war einfach zu krass gespielt und zu effektiv hier. Ganz wichtige 3 Punkte auf jeden Fall. Dann nochmal die Parade. Nein, ich zeige dann keine Highlights mehr. Wir schauen in die Tabelle und ihr seht schon, Lazio hat nicht das echte Wappen, sondern das von Lazio. Hier Galatasaray auf 1, Marseille auf 2, Lazio auf 3 und Lokomotiv Moskau auf 4. Dann gehen wir direkt in das nächste Spiel gegen Straßburg. Ein 2-2 durch Way und Dieng Piricic trifft dann noch und dann gab es zum Abschluss ein 2-1 Erfolg durch die Tore von Nemanja Radonjic und Wei Mbuku traf dann noch für Ram. Und so schaut die Abschlusstabelle dann aus. Wir sind auf Platz 6 nach 19 Spielen, 5 Niederlagen, 5 Unentschieden und 9 Siege, 32 Punkte. Wir haben natürlich die Möglichkeit weiterhin auf Europa, und wenn ich europäisch spiele in der kommenden Saison, dann nehme ich natürlich noch eine Saison mit, das ist völlig klar. Aber hier erstmal die Spiele gegen Bordeaux, Lille und Lens, was ich natürlich allesamt euch präsentieren werde in der nächsten Folge. Dann werden wir auch wahrscheinlich ein bisschen uns das Team anschauen, wie gesagt, aber dazu dann in den nächsten Tagen was. Wie gesagt, wenn euch die heutige Folge gefallen Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur Karriere mit den Los Angeles Rams. Bis dann, macht es gut, haut rein und ciao.